Ja, irgendwann da fingen die Schüsse an und wir wussten erst nicht, was das war. Mhm. Auf einmal sind alle Leute gerannt, weil da saßen noch andere Menschen draußen, die sind auch gerannt und dann standen wir noch kurz da, weil wir nicht wussten, ob das Schüsse waren oder irgendetwas anderes. Und dann war es nochmal und näher und dann sind wir ganz weggerannt und dadurch, dass wir nicht wussten, ob wir in die richtige Richtung rennen, sind wir schnell gelaufen, sind in ein Hotel, haben uns dort versteckt. Schwerster Tag für Österreich seit vielen Jahren. Wir haben es mit einem Terroranschlag zu tun, dessen Heftigkeit wir Gott sei Dank schon sehr lange nicht mehr in Österreich erleben mussten. Wir haben leider mehrere Verletzte, mehrere Tote. Unseren Spezialeinheiten der Polizei ist es gelungen, einen schwer bewaffneten Terroristen ausgestattet mit einem automatischen Sturmgewehr auszuschalten. Und nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand befindet sich mindestens ein Täter noch auf der Flucht. Wenn es möglich ist, außer es sind berufliche Gründe und andere wichtige Gründe für Sie so entscheidend, dann bitte bleiben Sie zu Hause. Meiden Sie zweitens die Innenstadt. Und drittens, der Bundeskanzler hat mit dem Bürgermeister der Stadt Wien vereinbart, dass es morgen keine Schulpflicht gibt in Wien. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Und eines muss klar sein, und es wird auch klar sein, und dafür steht die Polizei: Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an.